meine Sturmtruppler zu Way Out. Wir tun die Story fortsetzen. Wir. Ich hab wieder dabei Fischchen. Hey. Na, schon ganz gespannt, wie die Story weitergeht. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben eine kleine Umfrage im Discord gestartet, gerade von mir. Und ja, das Ergebnis war eindeutig. Leider. In welche Richtung es gehen soll. So, jetzt muss ich das Fähchen holen. So. Wie man sieht, sind wir jetzt nicht an dem Punkt, wie wir es letztes Mal aufgehört haben. Da müssen wir jetzt ganz kurz nochmal hier kämpfen. Aber das geht flott. So haben die neue Zuschauer nochmal ganz, ganz kurzer Rückblick zum letzten Mal, wo wir gezockt haben. Es ist nicht viel, was wir Rückblick haben. Aber ich habe die ganze Story jetzt heute, ist die erste Folge auf YouTube erschienen. Vom letzten Mal, wo wir quasi das Let's Play gestartet haben. Und angefangen an zu zocken. Dort draus habe ich Folge geschnitten. Und auf YouTube dann kommen die jetzt die Tage. Heute ist die erste Folge gekommen. Wer jetzt quasi die Storyline noch nicht kennt von A Way Out, ja, der kann das auf YouTube nachholen. Auch das hier, was wir heute quasi die Fortsetzung zocken, wird auf YouTube kommen. Fähchen ist beigetreten, hat's geklappt. Sehr schön. Ja. Okay. Ja, und da das Live-Let's Play ist, wer mal den Chat nicht drauf ingehe, könne, wolle, solle, mir lesen, mir sehen, was nach schreiben, mir versuchen, das umzusetzen. Mir möchte nicht gespoilert werden, wie es weitergeht von der Story. Wir wissen nämlich beide nichts über das Storyline vom Game. Und das war mit Absicht so. Wir wissen, alle paar YouTuber haben das schon rausgehauen, gleich am ersten da und Co. Wir haben das nicht geschaut, weil wir selber zocken wollten und das jetzt quasi frisch erleben, ohne gespoilert zu sein. Und wir wollen auch im Chat nicht gespoilert werden, also bitte drauf achten. So. Fähchen, bereit? Ja, du musst drücken. Ich weiß. Ich wollte nur wissen, ob du doof bist, nicht, dass ich du allein bin. So, meine Sturmtruppler. Ich ziehe mit Fähchen los. Wir haben es das letzte Mal geschafft, auszubrechen und sind jetzt gerade so in den ersten Wälder unterwegs und flüchten noch. Die sind da mit sehr vielen Polizisten hinter uns her. Aber das sehen wir ja jetzt. Los geht's! Wir nehmen wieder dieselbe wie das letzte Mal? Ja, ne? Ich würde sagen, das ziehen wir komplett durch, dass wir bei einem Charakter bleiben. Alles klar, mit E bestätigen. So, wie gesagt, da sind wir schon mitten in den Wäldern. Und mit der Ober jetzt schon die ersten zwei Markierungen gezeigt. Da war ich ein bisschen schnell das letzte Mal. Und ja, Fische musste erst mal hochklettern. Ja, ich bin bereit. Los. Quatsch. Mensch, bist du langsam. Ich hab mir sehr erstmal wieder die Tasche suchen. Wie du mich abdrängst. Ja. Bridge is coming up. I hope we can get across. Yeah, man, we got this. Ha. Ja, jedes Mal muss ich nicht irgendwelche Vorsprünge hochziehen. So, jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo wir die Abstimmung gestartet haben. Goddammit. Hey, let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. What are you, crazy? I don't like heights, man, okay?
Ich habe unter der Brücke viel cooler gefunden, aber... Ja, der Discord hat entschieden. Ja. Ihr wolltet alle über. Dann tun wir das auch. Irgendwie habe ich trotzdem Schiss. Ich glaube, ihr wisst was, was wir nicht wissen. Du musst noch E drücken. Ich schnapp mal der Bulle. I'm telling you, this is gonna work. Just jump in the back and stay low. Bist du drin? Moment. I'll yeah. give you credit when we cross the bridge. Come on, move, move, move already! Was tust du? Ich, ja, beschleunige W und so, das hat alles irritiert. Du sollst vorwärts fahren, das ist vorwärts. Over there! Out of the way! Somebody shoot him! Out of the way! Hold on! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Hold on, Vincent! Wo muss ich lang fahren? Oh, war das richtig? Ich vermute nein. Doch? Oh mein Gott. Beim nächsten Mal fahre ich. Hunde! Run, run, run! Fucking dogs! Are you serious? Bringe! Just keep running! Oh, trust me, I'm not stopping! Oh meine Güte, oh meine Güte! Wo bist du überhaupt? God damn it! Lauf! No shit! I think I see a cliff up ahead! Hurry up! Wenn ich hier Hunde kriege, bist du kaputt! I hate fucking dogs! Fucking dogs! I hate you! Ah! Let me go! Er hat mich! Come on, Leo! Wow! Fang mich! Fischen! Oh, ich hätte wieder fangen, das kann ich beim nächsten Mal nicht mehr merken. Guck mal, Dobermann, ich mag ja Dobermann. Vamos her! Die sind auch genauso, wie du sie magst. Ja, ja. Ich weiß, es ist in Deutschland jo verbot so. Aber da krieg ich halt immer so den Hund präsentiert. In Film und Co. Was haben wir dann da für ein Steinchen? Ein schönes Schmuckstück für die Liebste. Hey, just tell him, this is the deal. You either take it or don't. Got it? يا أخي هذا ما يقبل ينزل السعر. أنت لو تشتري لو لا. شيء غير معقول. إحنا نتحمل الخطر. هذا لازم ينزل السعر. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen. Harvey, it's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look. Take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay, no deal. Interessanter Endgegner. Er hat eine vergoldete Knarre. Er erschießt dich mit Stil. Macht's nicht besser. Freiheit.
I'm hungry. Me too. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Wir hätten sollen noch Mittag essen, let's head on. We should find something on the way. Ja. Man, I'd die for a burger. Aber wenn man denkt, sie sind mitten in der Nacht aufgebrochen, das ist schon wieder Tag. Yeah, you do that. Sieht aus wie vorgegebener Weg, ne? Kann ich wahrscheinlich nicht anders da laufen. Wenn dann immer so zwei Möglichkeiten, einer kann links und einer kann rechts. Hey Vincent, get over here, man. You got it? Yeah, I got it. Wer drüber klettern ist einfacher gewesen? Leo, ich glaub schon, ja. There's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably aber right. Aber es raucht noch. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Wieso zieht Vincent eigentlich nicht mal das Hemd aus mit der Nummer aus dem Knast? You ever go camping, Vincent? Few times when I was a kid. The old man? Nah, my uncle actually. And you liked it? Yeah. Who wants to sleep outside on the cold, hard ground when you got a perfectly good bed at home? Beach sleeping in a 9x5 room with bars, though. Well, you got that right. But seriously, though, why risk it? Risk what? Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper. Fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. But still, no toilets? Well, that's the charm with it. Almost there. I'm gonna need some more wood for the fire. Kann man da noch was machen? Ich habe einen Speer. Ja, aber irgendwie Holz sammeln oder so. Wenn du den Speer hast, dann werde ich jeweils wohl die Fische auf. Ja, oder? Ich habe schon einen Fisch. Okay, dann. Ich bin Naturtalent. Muss ich das wohl auch machen mit dem Fisch? I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. Just a little more. Vielleicht müssen wir zu zweit pusten. Da steht, wir brauchen mehr Holz. I'm gonna need some more wood for the fire. I should be able to find some wood over there. Ich hab Holz gefunden. You'll be able to find some wood over there. Ah, that ought to do it. Muss mal Speer wiederholen. Ich esse dabei mal. Und du kriegst das auch alleine hin, einen Fisch zu fangen? Mal sehen. Danke, du machst neue Welle. Süß. Nein, ich hol die Fische zu dir wieder. Bleib ruhig stehen. Jetzt. Not too bad. Ich hab zwei gefangen. Du kannst meinen zweiten haben.
God damn it. Ich. Ja, du hast Feuerersatz. So, da ist noch ein zweiter. Du musst dich an die, auf die andere Seite setzen. Da ist nämlich schon ein Fisch. Okay. Naturtalent. Deiner ist sogar schon angebraten. Gut, das Hungerproblem hätten wir gelöst. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? Mensch, was... And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? Jo, erzähl right. mal. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. Wow. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. Deiner hat also Rachegelüste. So, what's your story with Harvey? Rache ist doch ein guter Antriebspunkt. Hubschrauber. Wait, you hear that? Oh shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? I done blackouts every other night.